Zu Beginn kurzer Blick, mit wem haben Sie es heute zu tun? Mein Name ist Franz Linner, ich bin bei der eBase Leiter für die Finanzportfolioverwaltung und fürs Treasury, mache das jetzt seit 4 Jahren und bin auch schon relativ lange in der Branche unterwegs. Was mir ganz wichtig ist heute, Sie müssen wissen, ich bin Bayer. Ich spreche auch einigermaßen so. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht alles verstehen heute, was ich da erzähle, dann ist es zum einen so persönliches Pech, zum anderen aber nutzen Sie dann die Fragestunde am Ende beziehungsweise die Chatfunktion, denn Sie sollen jetzt natürlich die Chance haben, alles zu verstehen, was ich da Ihnen heute alles erzähle. Ja, wie passt das zusammen? Ein Roboter, Pantoffeln und der Warren Buffett. Ich möchte Ihnen jetzt eben in der nächsten halben Stunde ungefähr mal erzählen, wie das zusammenpassen könnte. Und ja, fangen wir mal mit dem an, das wir wahrscheinlich alle kennen. Vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, hat sie auch an, die Pantoffeln. Das ist das, was uns am nächsten liegt. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Pantoffeln, da geht es um die Pantoffelstrategie. Finanztest, die Zeitschrift, hat im Jahr 2013 das Thema Pantoffelstrategie, Pantoffelportfolien erstmals hochgebracht. Und da geht es darum, dass es eben für Kunden Produkte gibt, Portfolien, für die sich der Kunde einmal entscheidet und im Rahmen von so einem Rundum-Sorglos-Paket dann eben das Produkt hat, seine Füße hochlegen kann, in die Pantoffeln schlüpft und dann eben sagt, den Rest erledigt das Produkt oder der Vermögensverwalter. In unserem Fall bei der eBase ist es dann eben das Fintego Managed Depot und darum dreht sich es ja heute. Dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, nämlich dem Warren Buffett. Warren Buffett, denke ich, ist Ihnen allen bekannt. Das ist, ich denke, der erfolgreichste Investor, den wir gerade so auf dem Planeten haben. Er ist wirklich einer der Menschen, die wirklich ein goldenes Händchen haben, wenn es um Investment geht. Nicht bei allen Dingen, aber bei den meisten. Und was er macht, und das nutzen wir heute mal, er gibt sehr viele Tipps auch am Privatanleger. Wie muss ich mich verhalten, wenn ich an Kapitalmarkt investieren möchte? Und da versuche ich jetzt heute einfach mal, Dinge, Empfehlungen, die er gibt, so ein bisschen aufzugreifen und zu transformieren auf das, was wir eben bei uns tun. Gut, schauen wir mal. Also das Erste ist, und das ist eines der wichtigsten Punkte, informieren Sie sich. Warren Buffett sagt, Risiko entsteht immer dann, wenn die Leute nicht wissen, was sie tun. Ja, und da ist es eben entscheidend und extrem wichtig, dass man sich wirklich informiert. Und da geht es jetzt auch nicht darum, um unser Fintego Managed Depot, sondern das gilt für Sie grundsätzlich, wenn Sie sich für Kapitalanlagen oder auch sonstige Dinge interessieren, informieren Sie sich. Das ist das Entscheidende und bei unserem Fintego Managed Depot haben Sie jetzt eben verschiedene Möglichkeiten. Zum einen mal, Sie hören mir heute zu, das ist die beste Möglichkeit, weil Sie es wirklich aus erster Hand erfahren. Natürlich können Sie auch auf unsere Homepage gehen, www.fintego.de. Da finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Ganz wichtig, Sie können uns auch gern anrufen. Und für den, der will, der kann natürlich auch gerne E-Mails schreiben. Unter fintego@ebase.com können Sie uns jederzeit kontaktieren und Ihre Fragen stellen. Also, wenn Sie sich informiert haben, kommt natürlich die nächste Frage. Und die heißt, verstehen Sie Ihre Kapitalanlage? Wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Warren Buffett sagt immer, man sollte nur in eine Aktie investieren, deren Geschäft man auch versteht. Ganz ehrlich, das ist schwierig, weil ich bin jetzt auch selber schon lange in der Branche tätig. Ich verstehe auch nicht alle Dinge, die da passieren und in die man investieren kann. Und das war auch so der Ansatzpunkt für uns, wo wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen ein Produkt, das eben eher vielleicht mal eins ist, das der Kunde auch verstehen kann, das einfach ist, das klar in seiner Struktur ist, in seinen Regeln und das sehr transparent ist. Ich weiß, dass es viele Produkte am Markt gibt, die hier einen anderen Weg gehen, die Nobelpreisstrategien verfolgen und die wirklich hochentwickelte Dinge tun. Das ist, ich finde die echt gut, also möchte da gar keinen schlecht reden, aber wir gehen hier bewusst einen anderen Weg. Und was Sie auch mitnehmen sollten, ist, es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern es geht hier darum, was passt zu mir und was gefällt mir und ja, was will ich.
Und ich sage immer, also wir mit unserem Fintego, wir werden keinen Nobelpreis gewinnen. Das ist zwar traurig, aber ich kann damit gut leben. Aber was ich möchte und was für Sie wichtig ist, die Chance, ein Produkt zu verstehen, schafft auch Vertrauen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, weil das Vertrauen in Kapitalanlagen, das haben viele Leute nicht. Und das ist uns ein Ansatz eben, dass wir sagen, Mensch, da besteht die Möglichkeit. Der nächste Punkt ist natürlich immer, und das müssen Sie für sich selber sich die Frage stellen, welche Risiken bin ich denn bereit zu tragen? Weil es ist tatsächlich so, wenn man eine Aktie kauft und man kann nicht damit leben, dass sich der Kurs halbiert, dann ist man eigentlich schon mal verkehrt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir mit unserem Produkt so hoch riskant sind, dass Sie da auch 50% Verlust erreichen sollen. Nein, so ist es nicht. Wir haben jetzt bisher auch nie die Phase gehabt, sondern uns geht es eher darum, dass wir wollen und wir müssen auch, und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, wir sind Vermögensverwalter. Unser Fintego Managed Depot ist eine Vermögensverwaltung und da gibt es ganz klare gesetzliche Vorschriften. Und zwar müssen wir mit jedem Kunden, bevor er das Depot eröffnet und das Produkt kauft, müssen wir einen sogenannten WPHG-Bogen ausfüllen. Das ist gesetzlich im Wertpapierhandelsgesetz vorgeschrieben und wir müssen die Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers abfragen. Wir müssen ihn auch fragen, was er denn für Anlageziele hat. Wie lange will er anlegen und welche Risiken will er eingehen? Und wir müssen ihn auch fragen, welche finanziellen Verhältnisse er denn hat. Weil es soll natürlich so sein, dass der Kunde auch ein Produkt hat, das er sich auch leisten kann. Ich weiß, dass diese Fragen, gerade die Frage nach den finanziellen Verhältnissen, für viele sehr unangenehm ist. Viele sagen, Mensch, das will ich nicht. Wir haben das so geregelt, dass Sie zum Beispiel nie auf Heller und Pfennig sagen müssen, wie Ihre finanziellen Verhältnisse sind. Wir arbeiten hier mit Bandbreiten. Also das heißt zum Beispiel, mein liquides Vermögen liegt zwischen 0 und 50.000. Also das ist sehr vage. Da kann man sich, sage ich mal, in Anführungszeichen gut verstecken. Auf der anderen Seite sind aber die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Und das Wichtigste dabei ist, und das sollte man nie vergessen, diese Fragen haben schon einen Sinn, weil am Ende des Tages auf dieser Basis der Informationen, die Sie uns geben, können wir dann eben feststellen, welches unserer Portfolien für Sie am besten geeignet ist. Also wir schaffen hier wirklich eine Passgenauigkeit oder Passgenauigkeit für Sie, wo es dann am Ende des Tages auch natürlich hoffentlich nicht zu einer Enttäuschung kommt, weil man sagt, Mensch, das war jetzt nicht das richtige Produkt. Ich weiß, es gibt andere Produkte am Markt, da haben Sie eine tolle Homepage, wo Sie drei Schieber links oder rechts schieben und dann kommt ein tolles Portfolio raus. Ja, das gibt's, aber da müssten Sie auch dann immer das Kleingedruckte lesen und da steht dann eben drin, lieber Kunde, Ihnen ist schon klar, dass Sie ein Selbstentscheider sind und alles, was Sie tun, dafür sind Sie selber verantwortlich. Und hier in unserem Fintego bewegen wir uns ja in einer Vermögensverwaltung. Also da sind die Dinge anders geregelt. Und das muss man einfach auch nochmal verstehen, wenn man sich das Ganze betrachtet. Ein weiterer Punkt ist natürlich, aufs Geld und auf die Kosten muss man immer achten. Warren Buffett ist da relativ klar in seiner Aussage. Er sagt, setzen Sie auf Indexfonds. Er persönlich will ja sogar auch, dass ein Teil seines Erbes dann später in Indexfonds investiert wird. Was heißt das jetzt für uns? Wir in unserem Fintego Managed Depot, wir verwenden ausschließlich ETFs, also auch Indexfonds. Und hier schon mal eine gute Nachricht. Wir haben ja jetzt momentan ein Gebührenmodell, das heißt, wir verlangen zwischen 0,5 und 1,25% im Jahr als Anlageverwaltungsentgelt und das ist gestaffelt nach dem Anlagevolumen. Und wir haben eben jetzt da beschlossen, dass wir zum 1.6. die Gebühren senken werden auf 0,45 bzw. maximal 0,95. Und wir haben auch die Spannen geändert vom Volumen her. Das heißt, die Anleger kommen schneller in den Genuss der günstigeren Kostenstruktur. Und was auch schön ist, ist es für die Bestandskunden so, dass das rückwirkend zum 1.1. gemacht wird und für die Neukunden gilt es dann sowieso. Fairerweise muss ich an dieser Stelle dazu sagen, das sind unsere Kosten, das ist eine sogenannte All-in-Fee, da ist alles drin. Aber bei den ETFs gibt es auch nochmal fondsimmanente Kosten. Das heißt, diese ETFs werden ja nicht von der eBase angeboten, sondern von irgendwelchen
Kapitalverwaltungsgesellschaften, wir haben vorher zum Beispiel den Namen Comstage gehört, aber es gibt noch viele andere. Und die erheben natürlich auch Gebühren, damit sie ihre eigenen Kosten tragen können. In unserem Produkt ist es so, dass die Kosten sich hier zwischen 0,15 und 0,25% je ETF bewegen. Gut, ein weiterer Punkt ist, da weiß ich auch nicht, wie es Ihnen geht. Also ich bin da eher auf der Seite von Warren Buffett, auch wenn ich in der Branche tätig bin. Ich weiß nicht, wie sich Börse und Zinsen entwickeln werden. Ich kann auch keine Konjunktur vorhersagen. Ich habe keine Glaskugel. Und das macht es natürlich schon mal schwierig. Was ist die Konsequenz daraus? Aus dieser fehlenden Prognosefähigkeit? Ja, man muss breit investieren. Man muss sein Portfolio breit aufstellen. Man soll nicht alle seine Eier in einen Korb legen oder auf ein Pferd setzen, sondern man muss breit streuen. Das ist ganz wichtig. Wir tun das beim Fintego Managed Depot auch. Wir haben 5 verschiedene Assetklassen, Anlageklassen identifiziert. Das sind die Aktien global, die Schwellenländeraktien, Staatsanleihen aus Europa, europäische Unternehmensanleihen und Rohstoffe. Bei den Rohstoffen noch ganz wichtig der Hinweis, wir spekulieren nicht auf Lebensmittel und Agrargüter. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Und wir haben eben festgestellt, dass diese 5 Anlageklassen die Kernanlageklassen sind und mit denen kann man wirklich sehr gut und breit diversifizierte Portfolien darstellen. Das reicht aus unserer Sicht und das sind auch noch Dinge, wo ich sage, da kann sich jeder auch noch was drunter vorstellen. Gut, ganz wichtiger Punkt, der gilt wieder allgemein. Der größte Fehler ist es, wenn man sich nicht früh genug ans Sparen gewöhnt. Also fangen Sie an mit dem Sparen. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo sich viele Sparer eher das Sparen abgewöhnen. Grund dafür ist das niedrige Zinsniveau und ehrlich gesagt auch der Irrglaube, dass eben Sparen bedeutet Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, also immer zinsgebundenes Sparen. Vielen Leuten fehlt leider das Bewusstsein, dass man auch andere Sparmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel den Investmentfonds, über den wir hier reden. Ja, ETF ist ja ein Investmentfonds. Und dass man auch da, wenn man vernünftig streut und, wie ich vorher gesagt habe, sich seiner Risiken und seiner Interessen bewusst ist, auch vernünftig investieren kann. Da heißt es dann immer, ja, okay, das mag schon sein, Herr Linner, aber jetzt haben Sie da eine Vermögensverwaltung und das ist ja dann nur was für den großen Geldbeutel, oder? Also bei uns ist es so, das gilt generell für die Produkte bei der IBES, aber auch für Fintego, Sie können hier bei uns Sparpläne ab 50 Euro eröffnen oder aber auch eine Einmalanlage ab 2.500 Euro. Also ein Größeres müssen Sie hier nicht sein, sondern Sie müssen ein Sparwilliger sein. Das ist für uns das Wichtigste. Der nächste Satz oder die nächste Überschrift ist eine, die für mich persönlich sehr gut passt. Geduld ist eine göttliche Tugend. Ich habe da manchmal meine Probleme damit, nicht beim Sparen, aber grundsätzlich als Mensch. Und der Satz gilt aber auch für Sparen. Denn der Warren Buffett sagt ja, eine Aktie, bei der man nicht bereit ist, die 10 Jahre lang zu halten, die darf man auch nicht 10 Minuten halten. Das ist heute so, wenn Sie jetzt bei uns dieses Produkt eröffnen oder auch bei anderen, dann kriegen Sie immer einen tollen Online-Zugang. Das ist halt Stand der Zeit. Sie haben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Möglichkeit, in Ihr Depot zu schauen. Das ist einerseits toll, andererseits sage ich immer, das ist eins der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Weil, wozu führt es? Sie sind Kapitalmarkt interessiert, Sie verfolgen, wie sich der DAX entwickelt, schauen dann gleichzeitig, wie Ihr Portfolio sich entwickelt und denken sich, oh Mensch, puh, das schaut aber nicht gut aus. Da muss was getan werden. Und da sage ich ganz ehrlich, machen Sie sich nicht unnötig nervös. Weil, und das darf man nie vergessen, Produkte wie dieses Fintego Managed Depot oder auch andere, die haben eine gewisse Mindestanlagedauer, die empfohlen wird. Bei uns liegt es zwischen 3 und 7 Jahren. Ich persönlich gehe sogar einen Schritt weiter und würde sagen, zwischen 5 und 10 Jahren sollte man solche Produkte halten. Weil nur dann
kann sich das Produkt auch entwickeln und entfalten. Wir wissen alle, dass die Schwankungen da sind am Markt, aber wir wissen auch alle, dass sie langfristig dann durch das Aussitzen und Aushalten eben auch ausgeglichen werden. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Bleiben Sie Ihrer Entscheidung treu. Sehr schöner Satz von dem Warren Buffett, der sagt, ja, wer sich nach den Tipps von Brokern richtet, der kann auch einen Friseur fragen, ob er einen neuen Haarschnitt empfiehlt. Mein Friseur empfiehlt mir nichts mehr bei meiner Haarpracht, aber trotzdem, was steckt dahinter? Es hat, wie gesagt, mit Geduld zu tun und man darf nicht vergessen, viele Produktanbieter haben ein Interesse daran, dass in diesen Produkten viele Transaktionen passieren, weil Transaktionen Geldströme hervorrufen, wo man eben verdienen kann. Das tun wir nicht. Und es gibt auch noch einen schönen Satz, der dazu ganz gut passt. Hin und her macht Tasche leer. Das ist auch so ein Satz, der das schön charakterisiert. Und wir sagen eben im Fintego Managed Depot, nein, wir bleiben unserer Grundallokation treu. Es gibt da eine theoretische Annahme, die dahinter steckt und die ist auch mittlerweile durch viele Studien unterstützt und belegt. Und das heißt, 90% der Wertentwicklung eines Portfolios, die kommen aus dieser Grundallokation. Und nur 10% kommen aus anderen Komponenten wie aus aktiven Komponenten. Und wenn man dann aber noch Studien liest, wie in der Woche von Morningstar zum Beispiel veröffentlicht, dass nur ein Drittel der aktiven Manager überhaupt einen Mehrwert schafft, dann können Sie sich ausrechnen, zum einen haben Sie mal nur 10% Ihres Portfolios, die davon betroffen, oder 10% der Wertentwicklung, die davon betroffen sind, und dann müssen Sie noch den richtigen erwischen aus diesem einen Drittel. Also das wird schon gar nicht so einfach. Und wir sagen eben, die Grundstruktur bleibt und die ist entscheidend. Und wir folgen jetzt auch keinen Trends, sondern wir setzen eben langfristig auf diese Allokation. Und das hat eben zur Folge, dass das Timing-Risiko ausgeschlossen wird. Ja, und jetzt haben wir einen Punkt, da bin ich nicht ganz auf der Wellenlänge von dem Warren Buffett, weil er sagt nämlich, kauft sie, wenn die Aktienkurse fallen. Da hat er schon recht. Aber ich sage, das gute Timing ist sehr schwierig, weil wann soll man denn kaufen? Wann sind die Kurse denn am niedrigsten? Selbst die Profis wissen nicht, wann der beste Kaufkurs ist oder wann der beste Verkaufskurs ist. Das weiß man immer erst in der Ex-Post-Betrachtung. Und von daher haben wir uns für das Fintego einen anderen Ansatz überlegt. Wie gesagt, für uns ist diese grundlegende Allokation die entscheidende und wir wollen, dass die auch beibehalten wird. Und dafür haben wir ein System, oder das nennt sich Rebalancing. Das möchte ich kurz erklären. Also wie schon vorher erklärt, wir haben fünf verschiedene Assetklassen, die wir in den Portfolien drin haben. Die sind unterschiedlich gewichtet. Und wenn sich diese Gewichte verschieben und über ein gewisses Maß hinausgehen, in unserem Fall ist es die 15%, dann wird diese aktuelle Wertentwicklung, die eben durch diese Kapitalmarktveränderungen entstanden ist, wieder auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt. Beispiel: Wir haben in einem Portfolio die globalen Aktien mit 10% gewichtet. Durch die Marktentwicklung steigen die über 11,5 oder fallen unter 8,5, das sind diese 15%. Und dann werden alle Positionen in dem Portfolio wieder auf die Grundstruktur zurückgesetzt. Das ist das Rebalancing und das führt dann dazu, dass wir unserer Grundstruktur immer treu bleiben. Sie werden jetzt natürlich die Frage stellen, bringt es das? Macht es Sinn? Dazu kommen wir später noch. Der letzte Punkt, den ich Ihnen von Warren Buffett noch zeigen will, der hat jetzt nichts mit dem Fintego zu tun, sondern der ist grundsätzlich, und wenn Sie auch heute da rausgehen aus diesem Webinar und sagen, Mensch, das Fintego ist nichts für mich, dann ist das in Ordnung. Aber das, was auf der Folie steht, das nehmen Sie bitte mit, weil das ist ein grundlegendes Thema für Anleger. Und der Warren Buffett sagt eben ganz klar, man muss nicht unbedingt Experte sein, um gute Anlagegewinne zu erzielen. Aber wenn man kein Experte ist, dann muss man sich schon ganz klar darüber sein, was man kann und was man nicht kann. Wo liegen die eigenen Stärken und wo liegen die eigenen Schwächen? Und er sagt, halten Sie Ihre Dinge einfach. Und
Halten Sie sich an Ihre Regeln, schlagen Sie nicht über die Stränge. Und ganz wichtig, wenn Ihnen jemand schnelle Gewinne verspricht, dann sagen Sie einfach nein. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man irgendwo in der Presse liest, dass wieder einer auf seinen Scharlatan reingefallen ist. Also es gibt immer wieder Leute, wo es so ist. Aber bitte tun Sie es nicht. Erfolg am Kapitalmarkt ist nicht kurzfristig erreichbar. Sie müssen sich hier Zeit nehmen. Alles andere ist Spekulation und wer spekulieren will, der kann auch ins Casino gehen oder heute Lotto spielen. Heute denke ich, ist eh wieder, was ich gehört habe, ein vernünftiger Jackpot dabei. Ja, so viel zum Thema Warren Buffett. Was sagt er dazu und wie ist die Verbindung zu unserem Fintego Managed Depot? Jetzt möchte ich nochmal direkt auf das Fintego kurz eingehen. Wie schon gesagt, unser Fintego Managed Depot ist eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung. Die Basis für dieses Produkt ist diese strategische Allokation und Grundausrichtung, wo wir eben sagen, das ist das zentrale Element. Das decken wir über diese 5 verschiedenen Anlageklassen ab. Jede Anlageklasse wird über einen kostengünstigen ETF dargestellt. Und dann werden diese Anlageklassen in den verschiedenen Portfolien je nach Risikoneigung gemischt und strukturiert. Auf den nächsten Folien, da zeige ich Ihnen nur eine, und zwar die vom Portfolio Ich will streuen. Da sehen Sie dann eben einfach diese Portfoliostruktur, wo man eben ganz klar sieht, ja, das ist ein ausgewogenes Portfolio, das eben noch zu 50% in Anleihen investiert und 50% in riskante Assetklassen. Die anderen 4 Portfolien schauen Sie sich dann bitte im Nachgang in der Präsentation an oder auf unserer Homepage. Wir hatten vorher ja das Thema schon mit dem Rebalancing und der Frage, ja, macht es jetzt Sinn oder macht es keinen Sinn? Und ich habe versprochen, dass ich Ihnen da noch was zeige dazu. Wir haben, als wir das Produkt gestartet haben und auch jetzt im Vorfeld für diesen Termin, haben wir nochmal einen sogenannten Backtest gemacht. Backtest heißt einfach, dass man mal testet in der Vergangenheit, hat das System denn funktioniert oder nicht. In unserem Fall haben wir jetzt mal einen Zeitraum genommen von 1999 bis zum März diesen Jahres. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Sie wissen alle, was in diesen Jahren passiert ist. Wir hatten Phasen, wo die Kurse durch die Decke gingen. Und manchmal auch Phasen, wo wir nicht wussten, ob der DAX ins Minus drehen oder minus 1 oder irgendwas haben wird. Also wir haben sehr extreme Phasen gehabt, sehr positive, sehr negative. Und dementsprechend ist es schon mal sehr repräsentativ. Der Zeitraum ist lange. Also da ist jetzt nichts dabei, wo man sagen, Mensch, das wäre jetzt geschönt. Wir haben auch als Basis mal eine Investition von 100.000 Euro genommen. Das ist aber total egal. Sie können es auch auf 1 Euro oder auf 100 oder 1.000 Euro rechnen. Wichtig ist, dass Sie sehen, in 4 Strategien von 5 war dieses Rebalancing besser als einfach einmal das Portfolio kaufen und laufen lassen. Was mir persönlich sehr wichtig ist, der Blick auf die Portfolien Ich will streuen und Ich will mehr, weil das sind die beiden Portfolien, das sehen wir in der Praxis, das sind die beliebtesten bei den Anlegern und das sind auch die beiden Strategien, wo dieses Rebalancing den meisten Effekt bringt. Und das ist natürlich sehr positiv für uns. Die Frage, die als nächstes kommt, kommt auch immer, ja, was bringt es denn? Wie schaut es denn mit der Wertentwicklung aus? Das habe ich jetzt mal auf der Folie zusammengefasst, kleiner Zahlenfriedhof. Sie sehen jetzt einfach mal, wenn man sich das Jahr 2014 anschaut, das war ein hervorragendes Jahr. Da haben wir super tolle Ergebnisse zum Produktstart gehabt. Das war natürlich sehr schön für uns. Das Jahr 2015 war für uns alle schwierig, für das Fintego Managed Depot auch. Aber wir haben über alle Strategien mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Und das ist auch sehr gut und sehr zufriedenstellend. Das Jahr 2016, das sind jetzt Momentaufnahmen zum 30.04. Heute schaut es schon wieder anders aus. Also das sehe ich jetzt nicht so als aussagekräftig. Wichtig ist mir nur, dass Sie noch wissen, das sind Werte inklusive Kosten. Also das heißt, da sind die Kosten schon abgezogen.
Das wären wirklich Ergebnisse, die auch tatsächlich Anleger erzielen können und konnten. Zu den Farben vielleicht noch ein Hinweis. Grün bedeutet, dass das Portfolio sich besser entwickelt hat als die dazugehörige Benchmark, und rot eben dann entsprechend umgekehrt, da war die Benchmark besser als das Portfolio. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Ich habe ja jetzt eigentlich noch nichts zum Thema Roboter erzählt. Und das muss ich jetzt noch nachholen. Robo-Advisor sind ja Finanzberater, die überwiegend oder eigentlich ausschließlich Online-Portfolio-Management-Dienstleistungen anbieten, und die Menschen haben da so wenig wie möglich Einfluss bei dem ganzen Ding. Ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wie das bei uns funktioniert. Wir haben, wenn Sie sich als Kunde dafür interessieren, werden Sie als erstes mal auf unsere Homepage gehen, Sie werden sich über das Produkt informieren. Wir haben auf der Homepage auch umfassende Edukationsmaßnahmen, wo man eben wirklich sich auch zum Thema ETFs und zu Kapitalanlage informieren kann. Das tun Sie selbstständig. Wenn Sie dann sagen, Mensch, das gefällt mir, dann klicken Sie auf der Homepage auf die Online-Depot-Eröffnung, gehen eigenständig durch den Online-Geeignetheitstest durch, kommen am Ende des Tages zu einem für Sie geeigneten Portfolio und schließen dann das Produkt ab. Wenn Sie dann unser Kunde sind, laufen die Dinge bei uns im Haus natürlich auch automatisch ab. Das heißt, wir überwachen Ihr Portfolio automatisch, ob die Verlustschwelle gerissen wurde, ob die Portfolioallokation passt, ob wir ein Rebalancing durchführen müssen. Wenn ja, machen wir das natürlich auch automatisch in Ihrem Depot. Ihr Online-Reporting bekommen Sie automatisch in Ihr Postfach. Das wird ohne großen Aufwand. Für uns wird es in Ihre Postkörbe geschickt. Und wenn es Anpassungen in den Musterportfolien gibt, weil wir schauen auch einmal im Jahr, ob wir die ETFs austauschen müssen, dann passiert es auch nach sehr automatisierten und standardisierten Prozessen. So, und jetzt kommen wir zum Aber. Jetzt schauen wir uns den Prozess nochmal an. Aber heißt, wie schon gesagt, wenn Sie sich auf unserer Homepage informieren wollen und denken, Mensch, ich habe aber noch Fragen, dann haben Sie die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Sie können uns anrufen, Sie können mit uns reden, Sie können uns E-Mails schreiben. Das Gleiche gilt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht durch die Depoteröffnung durch. Sie können uns da immer jederzeit fragen. Auch wenn Sie dann Kunde sind, Sie können mit Ihren Fragen zu uns kommen. Und bei den Prozessen, die wir bei uns im Haus haben, natürlich laufen die automatisiert. Das ist unsere Pflicht. Wir könnten nicht große Kundenmengen und Kundenvolumina, die IBES hat 1 Million Kunden. Wenn wir alles mit der Hand machen würden, könnten wir die Dinge nicht darstellen. Aber wir sind Vermögensverwalter und wir haben auch einen Qualitätsanspruch. Alle Dinge, die bei uns passieren oder wenn jetzt ein Alarm losgeht, das heißt, Mensch, beim Portfolio muss ein Rebalancing gemacht werden, da werden die Dinge von Menschen überprüft und erstmal in Frage gestellt, bevor wir sie umsetzen. Also das ist nicht so, dass da irgendein Blechkasten dann Signale gibt und dann wird automatisch alles umgesetzt. So ist es nicht. Das Gleiche ist Ihr Online-Reporting. Das wird von uns manuell geprüft. Wir schauen im Rahmen einer Qualitätssicherung, ob das wirklich stimmt, was da drin steht. Und das Gleiche gilt für die Portfolioanpassungen. Das soll heißen, es ist eine Mischung aus Automatisierung, Standardisierung, aber auch mit der menschlichen Komponente. Und das ist mir wichtig, Robo hin oder her. Da sitzen Menschen wie ein Franz Linner und seine Kollegen dahinter und die schauen auf die Dinge. Und das ist uns ganz wichtig, dass sie das auch wissen, dass da, wie gesagt, nicht nur ein blöder Blechkasten irgendwelche Dinge macht. Ja. Also nochmal zusammenfassend, was ist das Fintego Managed Depot? Das ist eine Vermögensverwaltung mit 5 ETF-Anlagestrategien. Es soll einfach, klar und transparent sein. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Es gibt eine Online-Eröffnung inklusive diesem WPHG-Test, das ich erwähnt habe. Da muss ich auch noch dazu sagen, das geht so weit, wenn Sie heute zu Hause sitzen mit einem Tablet oder mit einem Smartphone. Sie können sogar das Depot online eröffnen. Da gehen Sie in einen Videochat rein und dann machen Sie wirklich die Dinge von zu Hause auf der Couch, am Küchentisch oder in Ihrem privaten Büro, können Sie das Depot abschließen. Sie müssen nicht mehr zur Post gehen, wenn Sie nicht wollen. Und ganz wichtig, wir haben eine Vermögensverwaltung, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket.
Wir überwachen für Sie, wir passen an, wir rebalancen. Sie kriegen, damit Sie auch sicher sind, was da überhaupt passiert, von uns natürlich ein umfassendes, regelmäßiges Reporting, weil Sie sollen natürlich informiert sein über das, was in Ihrem Portfolio passiert. Wir haben ein einfaches, klares Preismodell, das ich vorgestellt habe und, wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo nur die großen Leute sparen können, sondern wir haben ein Produkt, das für jeden geeignet ist. Genau. So, wie passt das jetzt zusammen? Zum einen, denke ich, habe ich erklärt, was der Warren Buffett für Empfehlungen gibt für die Kapitalanlage und wie wir als eBays mit unserem Fintego Managed Depot dazu passen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass diese Robo-Advisor, diese Vermögensverwaltung Fintego, wie die funktioniert, was sie für Vorteile hat, was sie Ihnen bringt. Und die soll am Ende natürlich dazu führen, dass es Ihre persönliche Pantoffelstrategie, Ihr persönliches Pantoffelportfolio ist, wo Sie wirklich sagen, Mensch, da habe ich was gefunden, da kann ich meine Füße hochlegen und ich bin wirklich in einem Produkt, wo ich das Gefühl habe, das passt. Gut, jetzt natürlich noch immer die Frage, wie kriege ich denn jetzt das Fintego Managed Depot, wenn ich es haben will? Wie schon gesagt, Sie gehen auf unsere Homepage www.fintego.de und Sie sehen dann auch rechts oben hier einen Kasten, der heißt Depot eröffnen. Und wenn Sie da draufklicken, dann geht diese Strecke los und Sie können sich das können das Depot eröffnen. Vielleicht auch ganz wichtig für Sie. Sie können hier auch eine Probefahrt machen und am Ende dann abbrechen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Da wird keiner böse, sondern schauen Sie sich das erstmal in Ruhe an, bevor Sie es abschließen. Außer Sie wollen gleich direkt das Ganze machen, dann ist es kein Problem. Aber viele wollen erstmal schauen und verstehen und dann entscheiden. Und das ist kein Problem, wenn Sie das tun. Für die, die jetzt wirklich Interesse haben, noch ein kleines Zuckerl zum Ende. Wir werden ab 1. Juni eine Aktion fahren, wo alle Neukunden, die das Fintego Managed Depot eröffnen, Startguthaben von 50 Euro von uns bekommen werden. Ich denke, das ist ganz interessant und ganz nett. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Aktion dauert. Ich meine, dass die bis in den Herbst hinein dauert und solange das Budget reicht. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck geben, wie das Fintego Managed Depot funktioniert, was es ist, wie auch die eBays tickt, welche Menschen dahinter stecken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse haben und mit uns in Kontakt treten. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Franz Lenner.